Wir kommen jetzt vom Hochwasserschutz zum Themenfeld landwirtschaftlicher Bodenschutz. Ich möchte Ihnen in meinem Vortrag die Situation der Wassererosion in Sachsen vorstellen, Schutzmaßnahmen Ihnen aufzeigen und dann ein bisschen detaillierter darauf eingehen, wie wir mittels Radulan-Daten und hochauflösender Geländemodelle in Zukunft noch genauer die Maßnahmenplanung durchführen können. In dieser Karte sehen Sie Sachsen und die potenzielle Erosionsgefährdung, und umso röter, umso höher ist die Erosionsgefährdung. Und Sie sehen aufgrund der vielfach vorkommenden Löschböden, dass sich vor allem im mittleren Raum und im Mittelgebirgsvorland eine hohe bis so sehr hohe Bodenerosionsgefährdung vorhanden ist. Circa 60% der Ackerflächen in Sachsen weisen eine hohe bis sehr hohe Erosionsgefährdung auf. Und natürlich treten auch aktuell Erosionsereignisse auf. Wenn Sie jetzt rausgucken, es war lange trocken, die Sommerkulturen sind bestellt. Wenn Sie sich die Maisflächen jetzt angucken, wenn jetzt stark Niederschläge kommen, dann können Erosionen auftreten. Zum einen im Mai, Juni haben wir so ein Fenster, wo Starkniederschläge auftreten, Erosionsereignisse stattfinden, und dann wieder im August, September. Die hohe potenzielle Wassererosionsgefährdung in Sachsen, und hier habe ich auch noch mal die Abbildung von Herrn Franke, die er gestern in seinem Vortrag gebracht hatte, eingebracht, eine Zunahme von Starkregenereignissen. Also Sie haben ja gestern von ihm gehört, dass Auswertungen des Starkniederschlagsgeschehens in Sachsen gezeigt haben, dass Intensität und Häufigkeit zugenommen hat. Wir fragen uns ja auch immer, nimmt es zu, wie wird es sein in Zukunft? Also wir gehen davon aus, dass thermisch bedingte kleinräumige Starkniederschläge auch in Zukunft da sein werden und zu Erosionsproblemen noch stärker führen werden. Wir haben jetzt einen hohen Handlungsbedarf zur Vorsorge gegen Wassererosion. Aus vielfach gesetzlichen Grundlagen, hier nenne ich nur das Bundesbodenschutzgesetz, Wasserrahmenrichtlinie, und der wird in Zukunft genauso, wenn nicht noch stärker da sein. Folgen von Starkregenereignissen finden Sie zum einen auf der Fläche, das sind die sogenannten On-Site-Schäden. Boden wird abgetragen, und damit verliert der Landwirt sein wertvollstes Gut. Und der unproduktive Wasserverlust kann dann gerade in Trockenphasen dem Boden nicht zur Verfügung stehen und kann dann auch wieder zu, wenn ich jetzt weiter auf das Thema von vorn gehe, zum Hochwasser, also einen Beitrag dazu leisten. Offsite-Schäden an Gebäuden, an Verkehrseinrichtungen, Gräben werden verfüllt. Hier ein Bild von einem Stausee, wo es zum starken Sedimenteintrag kommt, die zu immensen Kosten führen können, die sind zu vermeiden. Hier in der Abbildung sehen Sie, in den zwei Grafiken sehen Sie den Ertragsverlust infolge von Bodenerosionen. Wir haben einen Bodenerosionsversuch im sächsischen Lösshügelland in Metau. Das ist eine circa Hangneigung von 16%. Wo wir mehrere Bodengruben aufgegraben haben, und man sieht, dass die Lössmächtigkeit in der Kuppe nur noch 20 cm beträgt und unten im Kolluvium am Hangfuß 2 Meter. Und wir ermitteln an 4 Positionen am Hang Erträge, und über die Jahre seit 1998 stellen wir fest, dass die Ertragsunterschiede enorm sind, bis zu 80% bei den einzelnen Kulturen, und sich auch immer mehr verstärken. Also dazu laufen momentan Auswertungen. Ganz deutlich haben wir es natürlich 2003 gesehen, aber auch im letzten Jahr, speziell bei Mais, gab es Ertragsunterschiede bis 70-80%, wenn man den Ertrag einer Kuppe mit dem Ertrag des Hangfußes vergleicht. Und das sehen Sie in der Landschaft sehr deutlich, indem die Kuppen eher abreifen, vertrocknen, und das ist darauf zurückzuführen, dass die Bodenmächtigkeit geringer ist und die Pflanzen weniger Wasser und Nährstoffe zur Verfügung haben.
Die wirksamste Maßnahme eines nachhaltigen und vorsorgenden Erosionsschutzes ist die dauerhaft fluglose, nicht wendende Bodenbearbeitung und Direktsaat. Ganz wichtig ist eine Bodenbedeckung, damit der Regentropfen nicht mit voller Energie auf den unbedeckten Boden auftreffen kann und es nicht zur Verschlemmung kommt. Dadurch fördern Sie das Bodenlebewesen. Es werden erosionsstabile Krüme gebildet und der Bodenabtrag wird deutlich minimiert. Zum Stand in Sachsen, das hatte ich vergessen, wir schätzen ab, dass ca. 35% der sächsischen Ackerfläche dauerhaft fluglos bewirtschaftet wird und 50 bis 60% periodisch, da pflügen die Landwirte zu einzelnen Kulturen. Hier sehen Sie die unterschiedlichen Verfahren. Links wenden das Flugverfahren, in der Mitte nicht wendende Verfahren, auch konservierend genannt, fluglos genannt, wo Gruppe, Scheibenecken oder Kombinationen den Boden bearbeitet, aber es erfolgt etwas flacher als der Flug und Boden wird nicht komplett gewendet. Und rechts das Direktsaatverfahren, da wird der Boden nicht mehr bearbeitet, überhaupt nicht mehr. Da wird im Prinzip mit so Geräten, mit Scheiben oder Zinken das Saatgut in den Boden eingebracht. Das Direktsaatverfahren komplett wird nur für ganz wenigen Landwirten in Sachsen und in Deutschland praktiziert, weil sie das komplette System umstellen müssen. Also sie müssen sich vorstellen, da wird nicht nur die Maschine, die Technik ausgetauscht, sie müssen anders düngen, sie müssen das Pflanzenschutzmanagement ändern, sie müssen eine weitere Fruchtfolge fahren. Das, sage ich mal, das praktizieren nur Pioniere. Wenn Sie den Boden nicht mehr wenden, sinkt die Eingriffsintensität und die Bearbeitungstiefe. Die Bedeckung mit den Pflanzenresten steigt und dadurch erreichen Sie, Sie haben in den nicht gewendeten Boden auch viel mehr Regenwürmer, die diese stabilen Röhren nach unten erzeugen, dass die Wasserinfiltration deutlich gefördert, erhöht wird und damit auch die Wassererosion minimiert werden kann. Wir haben die Situation, dass fluglos nicht gleich fluglos ist. Das wird mit unterschiedlicher Tiefe bearbeitet, Häufigkeit bearbeitet wird, sodass man das fluglose System nicht so fassen kann wie das Flugsystem. Und gerade wenn ich das daran denke, wenn Sie jetzt Hangrinnen haben, da reichen die fluglosen Erosionsschutzmaßnahmen mit Aussaat der Direktsaat nicht aus, sodass unbedingt ergänzende Maßnahmen ergriffen werden müssen. Aber immer in Zusatz zur fluglosen Bodenbearbeitung. Da als Beispiele zu nennen die Schlagteilung, Umwandlung von Acker in Grünland, Anlage von Grünstreifen und Tiefenlinienbegrünung und als letztes haben wir hier aufgeführt die Anlage von Verwallungen, Mulden und Becken. Die letzten Maßnahmen werden aber nur im Einzelfall umgesetzt, da es ganz schwierig ist, sozusagen das Eigentum, diese Eigentumsumwandlung hinzubekommen. Denn wenn Sie Eigentümer einer Ackerfläche wären, wäre das immer mit dem Verlust des Wertes verbunden, wenn Sie den Ackerlandstatus nicht mehr aufrechterhalten können. Hier ein Beispiel von einer Verwallung in Pröder. Das ist eine Fläche im Nordwesten von Meißen. Da wurde im Rahmen eines Flurneuordnungsverfahrens wurden in einer kleinen Ackerfläche zwei Verwallungen angelegt. Das ist ein sehr gutes Beispiel für eine Kombination von ackerbaulich und pflanzenbaulichen Maßnahmen mit ergänzenden Maßnahmen. Und ganz wichtig für die Landwirte, sie können diese Flächen weiter bewirtschaften. Aber wie Sie sehen, das muss auch sehr gut geplant werden. Auch die Verwallungen bedeuten einen großen Eingriff. Zum einen müssen die Ingenieure planen, aber zum anderen muss auch geprüft werden, reicht der Erosionsschutz? Also bringt das wirklich was für die Minimierung des Bodenabtrages. Und dafür bedienen wir uns seit Jahren des Modells Erosion 3D in enger Zusammenarbeit mit den Kollegen der TU Bergakademie Freiberg, der Arbeitsgruppe Boden- und Gewässerschutz. Mit dem Modell erfassen und bewerten wir Erosionsereignisse und planen konkrete sichere Schutzmaßnahmen. Dabei handelt es sich um ein rasterbasiertes, physikalisch begründetes Modell. Sie können den Bodenabtrag, die Deposition
und den Sedimenteintrag abschätzen. Und als Ergebnis können Sie Erosionssimulationskarten erstellen. Das ist gut validiert und dokumentiert und wir haben das in den letzten Jahren in zahlreichen Einzugsgebieten in Sachsen eingesetzt. Es ist immer sehr hilfreich, wenn Sie zu Erosionsschäden kommen und die Landwirte bereit sind, was zu tun und Sie dann auch auf Karten sehen, wie ist die Erosionsproblematik und welche Maßnahmen bringen dann was. Und oft ist es dann auch für Anwohner wichtig zu sehen, ich nenne bloß das Beispiel Grünstreifen am Hangfuß. Das hat einen psychologischen Effekt, aber eine große Wirksamkeit auf eine Minimierung von dem Bodeneintrag in die Grundstücke hat es oft nicht. Es gibt sachsenweise Simulationen mit dem Modell. Wir haben im Rahmen von zwei Forschungsprojekten, also Auftragnehmer war wieder die TU Freiberg, einen landesweiten Geobasisdatensatz im 20-Meter-Raster geschaffen. Und so kann man sich für alle Gebiete in Sachsen heraussuchen, wo gibt es wassererosionsgefährdete Ackerflächen und wo sind die Feststoffeintragspfade in Gewässer. Und das ist eine gute Grundlage für die Erarbeitung und Umsetzung zielgerichteter Erosionsschutzmaßnahmen. Aber im Einzelfall reicht diese Auflösung natürlich nicht aus. Und hier nochmal zu der Verwallung in Bröder. Gehen wir dann in die Einzelschläge, in einzelne Einzugsgebiete hinein und überprüfen da verschiedene Maßnahmen. In den oberen Abbildungen sehen Sie als Beispiel Bodenabtrag dargestellt. Zum einen links ist die konventionell bearbeitete Fläche, also mit Flug, und rechts dann die fluglos bearbeitete Variante. Und Sie sehen, dass da deutlich eine Minimierung des Bodenabtrages zu erreichen ist. In den unteren Abbildungen sehen Sie den Einfluss auf den Abfluss. Und da zeigte sich aber immer wieder, dass in Hangrinnen Sie zwar den Bodenabtrag minimieren können, aber der Abfluss ist trotzdem da. Und dann, das ist nur ein Beispiel, gehen wir in noch tiefere Flächen, in kleinere Flächen herein und prüfen dann nochmal verschiedene Varianten. Hier nochmal als Beispiel, was alles gemacht wird. Flug, also konventionell gepflügt, mit einer begrünten Tiefenlinie, mit Verwallung, darunter fluglos, also konservierend mit der begrünten Tiefenlinie und Verwallung und darunter Direktsaat, Striptill, das ist diese Streifenbearbeitung, die sieht man jetzt häufig bei Maisflächen, da werden nur Streifen bearbeitet und ein Streifen wird unbearbeitet auf den Flächen belassen. Das ist so ein Zwischending zwischen Direktsaat und fluglos. Und man sieht durch die Färbung, dass der Bodenabtrag, umso weniger ich mache und indem ich die Hangrinne begrüne und dann Verwallung etabliere, ich zu einem immer besseren Erosionsschutz komme. Und hier können Sie sich dann die Bodenabträge an einem Auslass sozusagen in Tonnen ausgeben lassen, Kubikmeter den Abfluss oder die Sedimentmassen in Tonnen abgreifen können. Und so kann man die Varianten miteinander vergleichen. Links sind die Bearbeitungsszenarien ohne Verwallung, daneben mit Verwallung. Und da sieht man deutlich, dass die Verwallung einen erheblichen Einfluss auf die Reduzierung des Abflusses und der Sedimentmassen haben. Wir benötigen fürs Modell Erosion 3D Bodendaten, Reliefdaten und Niederschlagsdaten. Und ganz wichtig ist es für eine wirksame Schutzplanung, dass sie räumlich und zeitlich hoch aufgelöst vorliegen. Insbesondere die Niederschlagsdaten, die Geländedaten und großmaßstäbige Orthofotos. Und da nutzen wir seit 2011 die Radulan-Daten des DWD, die bekommen wir bereitgestellt und also wir können die abrufen vom Server, vom DWD und wir bekommen jeden Tag eine Information über den Vortag, ob es und wo es Ereignisse über 10 mm die Stunde gegeben hat. Wir können jetzt natürlich nicht sofort rausfahren und große Flächen uns ansehen. Also das ist halt schwierig, wenn wir jetzt eine Meldung bekommen, dass wir größere Flächen
wenn Erosionsereignisse aufgetreten sind, ablaufen können. Da ist auch in Mecklenburg und in Bayern in den letzten Jahren viel getan worden, indem Befliegungen mit kamerabestückten Drohnen durchgeführt worden sind oder Starrflüglern. Und so bekommt man relativ günstig und zeitsparend großmaßstäbige Luftbilder und Ortofotos. Und natürlich hoch aufgelöste digitale Geländemodelle. Hier ein Luftbild aus dem sächsischen Lösshügelland. Jetzt müssen Sie sich vorstellen, wenn wir jetzt an so einen Weg herantreten, sehen wir die Erosionsbahnen nur am Hangfuß. Und durch solche Luftbilder bekommen wir einen guten Überblick. Wir gucken uns natürlich Luftbilder auch an. Es gibt ja auch Karten von unseren Kollegen vom Bodenschutz, die diese Hangrinnen in Karten dargestellt haben für Sachsen. Aber im Einzelfall nützt uns das wirklich viel. Die drohnengestützten Produkte sind ein wichtiger methodischer Baustein der Bodenerosionsforschung. Wir können die Erosionsereignisse besser kartieren, analysieren. Wir nutzen die Ergebnisse, um das Modell Erosion 3D zu validieren. Und hier ein Beispiel von der Arbeitsgruppe Bodengewässerschutz der TU Bergakademie Freiberg. Und zwar haben sie da einen Erosionsgraben am Großdreschener See beflogen. Das ist ein in Flutung befindlicher Tagebaurestsee in der Lausitz. Und da haben sie das Volumen berechnet. Sie haben eine Jahressimulation durchgeführt und mehrere Jahre simuliert. Sie hatten Feueraufnahmen und konnten genau sagen, wie hoch die Bodenabträge sind. Und das jetzt im kleineren Ausmaß natürlich für unsere sächsischen Ackerflächen angewandt. Da versprechen wir uns sehr viel. Die Daten gehen dann in Erosion 3D an und hier wieder für den Erosionsgraben am Großrechener See dargestellt, können Sie dann über eine Jahressimulation den Bodenabtrag simulieren für ein Einzeljahr oder für mehrere Jahre oder für ein Einzelereignis. Derzeit läuft ein Promotionsvorhaben der Arbeitsgruppe der TU Bergakademie Freiberg, das vom DWD, vom ZALF und uns mitbetreut wird. Und da ist es so, dass nach Starkniederschlagsereignissen anhand aktueller Radulan-Daten potenzielle Erosionsflächen ausgewählt werden, die umgehend beflogen werden. Daran anschließend werden hochaufgelöste digitale Geländemodelle erstellt und Ortofotos, um das Erosionsereignis zu kartieren. Wir möchten zum einen Starkniederschlagsereignisse sehen und wir möchten aber auch parallel dazu Flächen befliegen, wo Erosionsschutzmaßnahmen umgesetzt werden, weil wir immer noch, oder es wird auch noch lange dauern, an der Optimierung der Verfahren arbeiten. Und wir wirklich sehen, das, was wir empfehlen, bringt das auch wirklich was. Die Simulation ist das eine, aber dann die praktische Überprüfung ist das andere. Die Ergebnisse aus Befliegung und Modellierung werden natürlich verglichen. Es wird eine Plausibilitätsprüfung durchgeführt. Und dann ist so die Idee dabei, ob nicht mit Hilfe von sachsenweit vorliegender Erosionskarten dann mit dem Radvor-OP, mit dem radargestützten Niederschlagsvorhersage, so eine Kombination hinbekommen werden kann, dass zukünftig so eine Art Frühwarnsystem vor Erosionsereignissen etabliert werden kann. Die Idee, die gibt es schon etliche Jahre, wird auch vom ZALF Müncheberg verfolgt und das wird in dem Promotionsvorhaben geprüft. Ich fasse zusammen, in Sachsen besteht ein steigender Handlungsbedarf zur Vorsorge gegen Wassererosionen. Zum einen besteht diese hohe bis sehr hohe potenzielle Erosionsgefährdung und die Zunahme der Starkregenereignisse. Die wirksamste Maßnahme eines nachhaltigen und vorsorgenden Erosionsschutzes sind die dauerfluglose Bodenbearbeitung und die Direktsaat. Die müssen natürlich optimiert und umfassend eingesetzt werden. Zusätzlich sind ergänzende Maßnahmen wie zum Beispiel die Schlagteilung, Grünstreifen, Verwallungen, Hangrinnenbegrünung umzusetzen. Und die detaillierte Erfassung von Erosionsschäden und die konkrete Schutzmaßnahmenplanung kann mit dem Modell Erosion 3D erfolgen. Wir arbeiten auch mit den unteren Bodenschutzbehörden zusammen. Die haben auch immer das Problem, wie kartieren wir
effektiv Erosionsschadereignisse. Wir benötigen dafür hochaufgelöste Eingangsdaten und diese können durch die Nutzung von Radolan-Daten und von drohnengestützten Produkten gewonnen werden. Und die AG Bodengewässerschutz der TU Bergakademie Freiberg entwickelt gemeinsam mit dem DWD, dem LFOG und dem ZALF ein Frühwarnsystem vor Erosionen. Und zum Schluss möchte ich den Leipziger Agrarmeteorologen danken und den Kollegen von Freiberg. Ja, vielen Dank, Frau Müller, auch für die Einhaltung der Redezeit. Während ich zu spät gekommen bin, haben Sie gleich schon wieder 10 Minuten wieder gut gemacht. Das ist natürlich wunderbar, aber das gibt uns genügend Zeit zur Diskussion. Bitte. Die Reihenfolge war, glaube ich, bei Verzicht. Frau Müller, mich würde nochmal interessieren, Sie sprachen über diese ergänzenden Schutzmaßnahmen, also Hanglinien oder Tiefenlinienbegrünung und Verwallung und so. Wie ist denn die Akzeptanz dafür bei den Landwirten? Ganz schlecht. Ja, also aber in Abhängigkeit. Die Bewirtschafter würden es machen, größtenteils. Aber die Eigentümer sagen dann nein. Also ein Pächter, die Erfahrung haben wir. Ist das nicht abhängig auch von dem Handlungsdruck? Also je nach wie stark bin ich betroffen von Erosion? Also ich kenne auf einen Fall, wo es umgesetzt worden ist, da war der Druck so hoch und da hat der Landwirt gesagt, er erntet dort sowieso nichts, hat nur Schwierigkeiten und er wandelt um in Grünland. Also es gibt aber wenige Beispiele. Das Beispiel kenne ich auch nur aus Sachsen-Anhalt. Ellen, diese Erosionsvorwarnung, was kann der Landwirt real faktisch denn tun, wenn er so eine Warnung bekommt? Das ist eine gute Frage, die haben wir oft diskutiert. Der Landwirt wird wenig tun. Wir denken eher so an auch wieder Katastrophenschutz, also Schutz der Bevölkerung. Also im Landwirt, wenn wir jetzt eine Warnung rausgeben, er wird jetzt, also wir müssen ihn ja erreichen irgendwie. Und ob er dann heute nicht bearbeitet, das ist ganz schwierig. Also was wir aber uns so vorschwebt, anhand der Satellitendaten wissen wir jetzt zum Beispiel im März, wo sind gefährdete Bereiche, weil ganz entscheidend ist ja die Landnutzung, die Bedeckung. Und die Invecos-Daten stehen ja nicht zur Verfügung, aber durch diese Satellitendaten bekommen wir doch ganz einfach einen Stand, wo werden Sommerkulturen angebaut. Und dann wieder im August, dass wir wissen, jetzt ist bearbeitet und das könnten jetzt Rapsflächen oder Sommergersteflächen werden. Der BUND ist der nächste. Ja, und hier sitzt auch noch die Grüne Liga, Jens Weber, zwei Umweltverbände, die sich seit langem darum bemühen, dass diese Erkenntnisse, für die wir sehr danken, die wir aber auch von anderswoher haben, nämlich der abnehmenden Biodiversität, der Tatsache, dass immer weniger Arten in der Offenlandschaft tätig sind, gerne aufnehmen. Und wir hoffen, dass die für die Landwirtschaftssteuerung zuständigen Abteilungen im Ministerium das auch aufnehmen können. Denn wir müssen einfach feststellen, dass in dieser Löslandschaft Hektarschläge von 60 bis 70 Hektar, die nach einheitlichem Prinzip unabhängig von der Orographie bewirtschaftet werden, nicht mehr zeitgemäß sind. Wir fordern den Zurückkehr zu einer guten landwirtschaftlichen Praxis. Auch wir wissen, dass das nicht ordentlich geregelt ist. Im Naturschutzgesetz ist es wischiwaschi. Und wir wissen auch, dass die GAP, diese Flächengrundförderung, egal ob ich was anbaue von der EU, und das penible Nachmessen müssen mit GPS, ob die gemeldete Fläche tatsächlich der tatsächlichen entspricht, hier sehr hinderlich sind. Wir wissen aber auch, dass die im Landesbauernverband organisierten Landwirte sich heftig gegen die Greening-Sache gewehrt haben, heftigst gewehrt haben, dass sie 5% als Greening bringen müssen, um gute Landwirtschaftler zu sein. Also wir sehen noch große Chancen. Und eine Bitte mit auf den Weg, fluglose Wirtschaft mit den mechanischen Mitteln, ja. Aber bitte lasst das Glyphosat weg, dann kann man auch wieder mal Bier trinken aus Braugerste, die nicht vom Glyphosat verunreinigt ist. Okay, das war mehr ein Kommentar, der sich auch an alle Biertrinker richtet. Das ist schon mal eine wichtige Adressatengruppe. Ich denke auch, dass es generell wichtig ist, integriert das im Auge zu behalten. Weitere Fragen? Mich interessiert natürlich, es hat ja offenbar auch was damit zu tun, was man anbaut. Mais ist ein klassisches zusätzliches Risikopotenzial, das mit Maisanbau verbunden ist. Gibt es denn auch Wege und Mittel, den jeweiligen Anbau mit einzubauen, nicht nur wie, sondern auch was angebaut wird, weil die Brachenzeiten einfach bei Mais viel größer sind?
Also wir empfehlen ja Maisanbau mit Zwischenfrucht, vorheriger Zwischenfrucht und dann das, was ich vorgestellt habe, die Bestellung in diesem Streifenbearbeitungsverfahren in hoch erosionsgefährdeten Gebieten. Sie können den Erosions-, also mindernd anbauen. Und wird das angenommen? Ja, also zunehmend. Okay. Es gibt immer so die Argumentation, dass dann das Wasser fehlt nachher für den weiteren Mais und so weiter. Da haben wir ja die super Ergebnisse über Jahre mit dem Herrn Böttcher zusammen. Ja. Dass abfrierende Zwischenfrüchte keinen Einfluss auf den danach angebauten. Da haben die Argumente schon gefruchtet sozusagen. Also, wunderbar. Wenn ich da ergänzen darf, wir haben gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen vom LFULG jetzt 7 Jahre Ergebnisse, die zeigen, dass die Zwischenfrucht keinen Einfluss hat auf die Wasserverfügbarkeit für die folgende Hauptfrucht, wenn es abfrierende Zwischenfrüchte gibt. Das haben wir getestet, modellbasiert, das messen wir jedes Jahr, jeden Winter. Wir messen also durch den Winter, durch die Bodenfeuchte auf den entsprechenden Schlägen. Wir sehen das, wir haben abgeschätzt die Sickerwasserraten, wo es problematisch ist, wenn sie im Frühjahr mit einer überwinternden Zwischenfrucht kommen und da in den Zweitfruchtanbau gehen wollen. Aber wir wollen das jetzt hier nicht landwirtschaftlich vertiefen. Zweitfruchtanbau heißt, der Grünrocken, der über den Winter gezogen wird, wird bis zur Milchreife geführt und dann geerntet und man kommt mit dem Mais so 4-5 Wochen später als gewöhnlich. Dann ist es kritisch mit der Wasserführung. Aber wenn Sie den Mais nach einer Zwischenfrucht, die abfriert, Gelbsenf, Phacelia, was da, oder Mischungen, wie sie ja im Greening gefordert werden, was da vorher angebaut wird, haben Sie keine Probleme mit der Wasserführung. Also der Kollege vom BUND kann auch beruhigt sein. Ne? Gut, vielen Dank für den weiteren Hinweis. Vielen Dank für den interessanten Vortrag. Ich denke, hat auch viele Praktiker interessiert. Wir kommen zum nächsten und gleichzeitig letzten Vortrag.